Vorsicht! Ah. Oh! Scheiße! Alles gut bei dir? Kann ich irgendwie helfen? Ja. Ha! Hallihallo! Und ja, damit auch hallo! Herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag hier zu Far Cry 5. Oh. Oh, eine Frau! Bist du eine Frau? Ja, ohne Haare. Zu Far Cry 5. In der letzten Folge war ja alles so ein bisschen drunter und drüber, eigentlich so wie immer. Aber wir haben jetzt eine große Mission oder zumindest einen kleinen Showdown zwischen John und meiner Wenigkeit. Und ja, werden jetzt nach Fall's End fahren. Wo haben wir's? Ja. Entzündung. Bin mal richtig gespannt. Der wartet bei Fall's End auf uns und hat auch wahrscheinlich alle unsere Freunde in Beschlag genommen. Macht irgendwie eine Abkürzung Sinn? Ja, guck mal. Vorsicht, Vorsicht. Guck mal, ist ja sogar ein Trampelweg hier. Wo? Ah, der ist tot. Johnny, der ist tot. Ja. Ja. Ah, shit. Okay, umsatteln. Nehmen wir uns mal das Auto hier, ja. Obwohl, warte mal. Johnny, ich hatte bessere Idee. Wie geht's, Mann? Ganz normaler Tag, oder, Kumpel? Ja. Wir nehmen uns das richtige Auto. Komm. Ja. Ein bisschen lang gedauert mit dem Laden. Du musst natürlich hier das richtige Auto. Ja, komm, wer hätte es nicht gedacht? Den Witwenmacher. War der Witwenmacher gewesen, wa? Ja, war schon der Witwenmacher gewesen. Wird schon irgendwie so hinhauen. Jedenfalls, Brutalo El Torado. Los, komm, Johnny. Oh, 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 scheiße, nicht gut, das war eine Granate. Entschuldigung. Ja, gerne doch, Johnny. So. Paff. Viva schießt doch mal auf LB. Ich verwechsel das immer wieder. Dachte, der hat ein bisschen mehr Power. Oh, nee. Der hat ein bisschen mehr Power. Als wir den ersten Mal gefahren sind, dann haben wir wirklich alle Autos wegschleudern können. Das war ganz kurios gewesen. Winnie Pooh! Also, falls uns der Witwenmacher überhaupt was bringt, kann ja auch sein, dass wir jetzt hier aussteigen. Clint Eastwood gegen, keine Ahnung, wie die alle hießen. Okay, Handbremse ist hier. Gut, Johnny, bist du bereit? Bist du auch so aufgeregt wie ich? Johnny und John. Die beiden. Ich pass auf von hinten, ich geb die Rückendeckung und du machst es schon, okay? Alles klar. Oh, doch. Wo, wen sollen wir treffen? Wo? In der Kirche? Okay. Geparkt. Ah. Die Dorftrotte sind da. Oh, scheiße. Das wird richtig gestört. Hey! Geh weg hier, geh weg hier. Weg, 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 weg. Hier wird gekämpft. Okay, Johnny, komm mit. Johnny? Ja. Okay, legen wir los. Oh, scheiße. Achso, ja, interagieren. Ja, das ist aber auch gemein. Manche sagen Hallo, Ding Dong. Ich möchte Jetschorn schreiben, nicht Korn. Die Sünde. Die Sünde muss bekannt sein, um vergeben zu werden. Denn verbergen wir unsere Sünde, verbergen wir uns selbst. Oh. Du wirst dich nicht länger verbergen. Was kribbelt? Dein wahres Ich ergießt sich über den Boden, damit alle es sehen.
Perfekt. Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, bringen wir den Berg zum Propheten. Fangen wir an! Oh nein. Leute, es tut mir leid. Ich dachte, ein bekanntes Gesicht machte die Entzündung leichter. Liebe Gläubige, wir sind hier versammelt, um zu bezeugen, versuchen wir es nochmal. Liebe Gläubige, wir sind hier versammelt, um zu bezeugen. Liebe Gläubige, wir sind hier versammelt, um zu bezeugen. Wie die Willigen Buße für ihre Sünden tun. Wie die Willigen Buße für ihre Sünden tun. Legst du, Nick Rye, deine Hand auf das Wort von Joseph. Legst du, Nick Rye, deine Hand... Fick dich! Nee, ich unterwerf mich niemals diesen Nick. Psychopathen. Und da ist sie. Gier. Du denkst immer nur an dich selbst. Nick. Ja. Ja, ich tue Buße. Die Macht, die deine Sünden abnimmt. Die Macht, die dich befreit. Legst du, Deputy, deine Hand auf das Wort von Joseph? Legst du, Deputy, deine Hand auf das Wort von Joseph? Bekennst deine Sünden und gibst deine Verfehlungen zu. Bekennst deine Sünden und gibst deine Verfehlungen zu? Sag ja. Es ist nur ein Wort? Nö. Mach ich nicht. Nein, immer noch nicht, ganz ehrlich. Also, ich kenne ihn nicht mal. Jetzt sag ja. Okay. Haben wir ihn getroffen? Ja. Okay, auf geht's. Okay. Oh, shit. Johnny! Ah, super. Johnny, sollst eigentlich draußen aufpassen. Warum rennst du auch sofort raus? Scheiße, die sterben hier alle weg, wie die fliegen. Was ist denn los?
Gut, hier haben wir erstmal geholfen. Johnny, bist du hier irgendwo? Ach, du bist es, alles gut. Sichere die Kirche. Wir hätten... Wo ist Johnny? Oh, die Kirche, nein! Betritt die Schützenstand des Trucks, Welches Trucks? Wo? Johnny? Warte, ich muss erstmal Johnny rufen. Darf ich Johnny erstmal rufen? Oh, was? Nee. Ja, ich bin... Alles klar. Okay, gut, so kann ich schießen. So kann ich zielen. Ciao! Es wäre sinnvoller gewesen... Sind das Gegner? Nee. Es wäre sinnvoller gewesen, hätten wir einen Witwenmacher genommen. Oh. Es ist schwer. Okay. Der Gegner hat Verstärkung gerufen. Ja, passiert. Ich treffe die nicht. Wo? 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 Hey, da ist nix Haus. Also irgendwie sehe ich jetzt gerade keinen Gegner. Was? Ist doch niemand hinter uns. Ach, da hinten. Ja, Marek. So, jetzt haben wir einen. Wo? Der ist tot. Ja. Ach, hätten wir jetzt Johnny dabei, wäre alles einfacher. Johnny hätte die einfach so paff. Ah, pass ein bisschen auf. Du fährst. Ja, wie soll ich die treffen, Uschi? Ha! Hast du gesehen? Das war Icke. Vor uns? Da. Paff. Ist da hinter uns noch irgendjemand? Nee. Schön rübergefahren. Mal rüber. Los, gib doch mal Gummi. So, Ranch? Ey, die, das ist meine Ranch. Nö. Alles klar. Ja. Shit. Shit, 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 shit. Bist du tot? Ja, du bist tot. Toll. Also. Scheiße. Ach, das gibt's doch nicht. Komm dir gleich zur Hilfe. Da. Ah. Los, komm, steh auf. Steh auf, Mädel. Ja, hol die Rache. Ich gehe jetzt rein. Zack, 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 zack. Ja, mache ich gleich. Erstmal hier erledigen, weil du kriegst du irgendwie nicht hin. Zack. Ist er tot? Okay. Alles gut. Ja. Okay. Partner, Nick hier. So kommt mir der Motherfucker nicht davon. Ich kann fliegen, wenn nötig.
Oh. Oh, ich krieg das schon hin. Ich kann auch irgendwie fliegen. Vorsicht. Vorsicht. Da. Hahaha. Oh, Raketen. Raketen. Wie viele Raketen habe ich noch? Oh, nicht mehr viele. Bombenmaschinengewehr, okay. Ist der Jondring oder was? Hui. Oh, ich bin so aufgeregt. Vorsicht! Okay. Oh, Schwein gehabt. Ah. Bis aufs Blut. John, komm her. John, das kann jetzt aber wirklich stundenlang so weitergehen. Das weißt du schon. Wir sind beide nicht gerade die allerbesten Flieger hier. Okay. Mach dich bereit. Ah, Scheiße. So, jetzt haben wir ihn. Hahaha. Hey, wenn es sein muss, mache ich auch Kamikaze hier, Johnny, mit dir. John meine ich. Ach, du kriegst aber auch. Wie der letzte Mensch. Ach John, wa? Wenn's ernst wird, dann verpiste dich. Ja, ja. Die Leute, die habe ich ja mal gerne. Euch ein Paradies? Oder einen komischen Mucke? Bist du denn jetzt schon wieder? Da. Was machst du denn da? Mann! Ach John, wie soll ich es dir sagen? Oh, wow, 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 wow. Ach komm. Scheiß auf die 1000 Euro, Dollar. Jetzt wird der Jäger hier zum Gejagten, oder wie? Wo waren hier nochmal was gewesen? Ja, okay. Naja, folgt mir mal. Haha. Bist du? Jetzt habe ich dich. Kleiner Casanova. Fuck. Mann. Oh, nee. Ey. Oh, nee. 1000 Euro, Dollar für nix. Und wieder nix. Oh, wie lange soll denn das hier noch gehen? John, ich bitte dich. Können wir nicht einfach mal uns jetzt hier irgendwie zusammensetzen, ein bisschen Runde Poker spielen und nochmal drüber quatschen? Uiuiuiui. Boden, wo ist der Boden? Ha! Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Alles gut, alles gut. Ich hab alles im Griff.
John, das wird langsam wirklich ein bisschen peinlich, was du hier machst. Fliegst hier deine Kreise. So, jetzt haben wir dich wieder hier. Voll auf dem Radar. Oh ja. Gute Schussfolge. Gute Schussfolge. Wer greift an? Ah, yes. Welchen Bunkerschlüssel? Wo ist er denn jetzt? Habe ich überlebt? Ja. Ha! Oh. Tja. Was, wenn Joseph recht hat? Hast du mal einen Moment darüber nachgedacht? Hast du das? Alle halten ihn für verrückt. Das stimmt nicht. Wiederum. Die Welt steht am Abgrund. Du spürst es in deinen Knochen. Siehst du die Schlagzeilen? Siehst du, wer an der Macht ist? Du willst den Schlüssel, weil du glaubst, du würdest Menschen retten, aber die sind schon in Sicherheit. Wir haben einen Plan. Du verstehst nicht. Du glaubst nicht. Es ist dir egal! Möge Gott deiner Seele gnädig sein. Ich bin Gott. Oh! Hey! Ich hab hier grad. Sie hat dieses Tal so lange terrorisiert. Ich hätte nie gedacht, dass das mal enden würde. Aber noch kannst du dir nicht selbst auf die Schulter klopfen. Hudson und alle anderen, die in Johns Bunker gefangen sind, müssen gerettet werden. Ich trommle alle zusammen, die ich kriegen kann, und treffe dich dann dort. Aber du musst sofort los. Niemand weiß, was ihnen Eden's Gate nach all dem antun wird. Die Fähigkeit zu vergeben. Erreiche Johns Seeds Bunker. Können wir erst. Wow. Ja, können wir erst einmal. Wo ist denn der Bunker? Da hinten. Okay. Erster. Ja, wir greifen da jetzt einfach an. Keine Ahnung. Erreiche Johns jetzt Bunker, werden wir uns gleich hey, mal. Hier oben! Ich brauch deine Hilfe! Ja. Oh, Johnny, sehr gut. Komm. Johnny, noch eine Rakete, noch eine Rakete. Johnny! Sehr gut gemacht! So, wer ist denn da oben? Da gehen wir erstmal hin. Ja, ja. Komm ja schon, Rapunzel. Ja. Nenn mich ruhig Sheriff. Schöner ist aber hier. Ja.
Wo geht's denn hier hoch? The Power of Yes. Wie komme ich jetzt zum Glockenhof? Was hier? Ja, wo? Warte doch mal. Glockenturm, Glockenturm, Glockenturm. Ah, Leiter. Siehst du. Ey, Bengelchen, ich hol dich nicht gleich, ja? So, hier. Du bist der Deputy, den die Sekte sucht. Oh, du bist eine Frau. Ich heiße Grace. Ich habe schon gehört, dass da jemand der Sekte das Leben schwer macht. Das ist ein gutes Timing. Siehst du die Gräber da unten? Da sind ein paar Kriegshelden begraben. Mein Dad ist einer von ihnen. Die Peggys wollen die Gräber schänden. Die wollen unsere Geschichte auslöschen. Uns demoralisieren. Uns brechen, damit wir aufgeben. Aber nicht, solange ich hier bin. Solange ich noch atme, wird niemand das Grab von meinem Dad an. Johnny. Ich bin eine gute Schützin, aber ich brauche Rückendeckung. Ja, okay. Wir haben die... Ach, haben wir schon? Hä? Hey, ich hab hier was... Ich hab... Besseres zu... Ach, komm. Ja, alles klar. Ich hab aber hier nur eine Schrotflinte. Oh. Ach, scheiße. Grace. Ja, ja, alles klar. Du schießt gegen eine Wand. Ach. Dankeschön, Dankeschön. So, wo willst du ein Tank-Top-Guy? Oh, scheiße. Ja. Dankeschön. Da. Das ist meiner. Es ist so neblig. Mann! Scheiß Job hier. Okay. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Wer schafft es denn dauernd auf mich zu schießen hier? Johnny, ich glaube, wir sterben. Hilfe. Hilfe. Johnny, pass aber auf, da sind Scharfschützen. Ein bisschen. Johnny, alles gut. Ich war's nicht, okay? Tut mir leid. Sehr gut. Hier schießt doch irgendjemand von uns. Kontakt. Ja, sehr gut, der fliegt da noch. Der liegt da noch. Also er fliegt und der liegt. John Wick, wie viele kommen denn dann noch? Ey, ist ja die halbe Armee. Bin unterwegs. Okay. Ach, scheiße.
Puh, scheiße! Ja, ja, komm! So. Ach, aber alles ein bisschen scheiße hier, ey. Schau dir die toten Hurensöhne an! Der ist tot. Ey, Alter, wie viele kommen denn hier noch? Wo? Hier ist noch einer. Zurück zur Basis. Nein. Grace, Alter, du hast eine tiefe Stimme, aber auch. Oder hießest du mal Greg? Ey, wie kannst du so viel überleben? Renn nicht weg. Was? Zack. Überleb das mal. Überleb das. Überleb das. Wie kannst du das überleben? Ah, boah! Okay. So, Grace, haben wir gern gemacht. Hey, 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 warte noch mal. Hallo. Ich schulde dir was. Nicht viele Leute hätten den Kopf für sowas hingehalten. Das bedeutet... Sehr gerne. Mein Dad sagte immer, solange wir aneinander glauben, gibt es noch Hoffnung. Wenn wir zusammen... Oh, oh, Entschuldigung. Okay, red weiter. Hast du eine Sekunde? Was ich sagen wollte, wenn wir zusammenhalten und aufeinander aufpassen, kriegt die Sekte... Tu die Waffe weg! Oh. Das ist jetzt vorbei, wenn Joseph tot ist. Also, wenn wir zusammenhalten und aufeinander aufpassen, kriegt die Sekte uns nicht klein. Keine Angst, ich werde es nicht sentimental oder so. Aber wenn du jemals Hilfe brauchst, dann meld dich. Ich halte dir den Rücken frei. Dankeschön. Yes, wir haben Grace. Grace unter Beschuss. Mann, ist ja die Folge wieder richtig, richtig viel passiert. Und... Okay, Johnny. Ja, wir werden uns auf alle Fälle Johns Bunker in der nächsten Folge nähern. Johnny, da! Bin dabei! Das wird nicht! Doch! Wechsel die Position! Da, da, da! Gut, liebe Freunde der guten Laune, dann sehen und hören wir uns beim nächsten Mal! Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen! Denn wenn wir, was ich noch sagen wollte, Johns Bunker denn angreifen, werden wir uns noch ein bisschen darauf vorbereiten. Johnny, renn mal hinterher. Wir werden uns ein bisschen darauf vorbereiten und in der nächsten Folge ist es soweit. Dann haben wir auf alle Fälle, ja. Hä? Soll ich Rutsche benutzen? Ja, geil! Dann haben wir. Auf alle Fälle schon mal den allerersten Big Boss hinter uns gebracht. Hey! Gut. Ja, bis dann. Macht's gut. Auf Wiedersehen und tschüss. Johnny, komm. Ja, genau, scheiß drauf. Mach sie fertig. Ja, ja. Sehr gut. Das Leben ist so wunderbar, denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für eine besondere Zeit. Bis bald.